Darf man übrig gebliebene Impfdosen an Menschen verabreichen, die eigentlich laut Impfverordnung noch nicht an der Reihe sind? Der Oberbürgermeister von Halle an der Saale, Wiegand, hat diese Frage mit Ja beantwortet, wenn es dabei um Personen gehe, die an wichtigen Stellen in der Verwaltung arbeiten. Jedenfalls hat das parteilose Stadtoberhaupt sich und offenbar auch mehrere Stadträte impfen lassen. Die Begründung von Wiegand, er habe übrig gebliebene Impfdosen vor dem Wegwerfen bewahren wollen. Mit seinem Vorgehen hatte er sich bereits ein Disziplinarverfahren eingehandelt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Halle das Büro des Oberbürgermeisters und weitere Diensträume durchsuchen lassen. Und damit zu Claudia Reiser in Leipzig. Was hoffen die Ermittler denn bei diesen Durchsuchungen finden zu können? Na, bis heute ist ja nicht ganz genau klar, was an diesem 17. Januar genau passiert ist. Klar ist nur, an dem Tag hat sich der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, impfen lassen. Aber wie es dazu genau gekommen ist, dass er dieses Impfangebot tatsächlich bekommen hat, da fehlen wichtige Puzzlestücke bis heute. Bernd Wiegand selbst, der hat da zur Aufklärung nicht wirklich beigetragen. Im Gegenteil, der hat sich in Widersprüche verwickelt. Er hat zum Beispiel am Anfang behauptet, dass ein Zufallsgenerator zum Einsatz gekommen sei und er deswegen ausgewählt worden sei. Das ist ein Ansatz, den hat sich die Stadt Halle selbst auferlegt im Fall von übrig gebliebenen Impfdosen. Später musste Bernd Wiegand diese Aussage dann revidieren, musste eingestehen, nee, dieser Zufallsgenerator, der ist bei ihm gar nicht zum Einsatz gekommen. Stattdessen hätte es nur das Sechs-Augen-Prinzip gegeben, also drei Personen hätten entschieden, Herr Wiegand dürfe jetzt geimpft werden. Und aufgrund dieser ganzen Widersprüche hat die Staatsanwaltschaft Halle jetzt eben, hofft sie durch die Beschlagnahmung von Computern etc. wichtige E-Mails, Protokolle etc. zu finden, die aufzeigen, was tatsächlich an diesem Tag vorgefallen ist. Und die Staatsanwaltschaft sagt, es gehe um den Anfangsverdacht einer Straftat. Welcher Straftat könnte sich der Oberbürgermeister denn da konkret schuldig gemacht haben? Also wie ist die Rechtslage? Genau, also das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden wegen des Verdachts der veruntreuenden Unterschlagung von Teilen des Corona-Impfstoffs. Laut Gesetz sind da bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe möglich, auch wenn unwahrscheinlich ist, dass das im Fall von Bernd Wiegand tatsächlich auch so angewendet wird, dass so eine hohe Strafe verhängt wird. Aber bei Bernd Wiegand, da geht es natürlich auch noch um ganz andere Dinge. Bei ihm sind jetzt letzten Endes 3 Fronten eröffnet. Neben der staatsanwaltschaftlichen Geschichte ist gegen ihn zum Beispiel auch noch ein Disziplinarverfahren bereits Ende letzter Woche eingeleitet worden, wegen Verletzung von beamtenrechtlichen Pflichten. Und da droht ihm vom Verweis bis zur Entfernung aus dem Dienst, kann da alles passieren. Und im Stadtrat gibt es auch Widerstand gegen ihn. Auch da droht ein Abwahlverfahren. Also viel Widerstand, dann Disziplinarverfahren, jetzt diese Durchsuchungen. Gibt es vom Oberbürgermeister denn so etwas wie eine Entschuldigung mittlerweile? Also Bernd Wiegand, der verteidigt sein Verhalten bis heute. Er betont immer wieder, dass der Impfstoff eben sonst verfallen wäre. Und Bernd Wiegand betont auch immer wieder, dass es sich bei der Impfverordnung, bei dieser Impfreihenfolge um eine Sollvorschrift handeln würde, von der dann eben auch abgewichen werden könne, eben wenn zum Beispiel Impfstoff übrig bliebe. Aber da hat mir die Staatsanwaltschaft heute nochmal bestätigt, dass diese Sollvorschrift tatsächlich sehr, sehr eng auszulegen ist, dass es sich dabei eigentlich schon um ein Muss handelt und nur in wirklich besonderen Ausnahmefällen könne davon abgewichen werden. In Sachsen gab es zum Beispiel einen Fall, dass eine 35-Jährige, die an einer Autoimmunerkrankung erkrankt ist, schwere Atemwegserkrankung hat, dass die jetzt in Priorität 1 hochgestuft worden ist. Aber bei einem Bürgermeister oder bei Stadträten, was ja in Halle auch passiert ist, da sei das eben nicht der Fall. Und von daher, bei Herrn Wiegand ist da relativ wenig Einsicht bislang zu erkennen. Und man muss auch dazu sagen, der Fall in Halle, der war ja nur der Auftakt. Mittlerweile wurden ja bundesweit Fälle bekannt, wo Menschen in verantwortungsvollen Positionen eben an Impfstoff gekommen sind, wo sich die priorisiert impfen lassen konnten, obwohl sie nicht an der Reihenfolge waren. Viele Politiker, aber zum Beispiel auch Kirchenoberhäupter sind mittlerweile da bekannt. Informationen von Claudia Reiser. Vielen Dank nach Leipzig. Sehr gerne.